Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass ihr wieder da seid. Da ist es also. Equinox Infinity von Altmeister Jean-Michel Jarre. Nervös packte ich hier meine CD aus dem Cover. Ich habe übrigens hier die feurige Version bekommen. Die CD ab in den CD-Player, Kopfhörer auf und Full Power. Mann, oh Mann. Wie habe ich dieses Album erwartet? Was habe ich mit diesen Albumen an Hoffnungen verbunden, an Hoffnungen gesetzt? Und ich kann nach dem 4-5-maligen Hören nicht sagen, ob es meine Erwartungen erfüllen kann. Wir sprechen ja von der direkten Fortsetzung. Nein, den Abschluss von Equinox, also einem legendären Album der elektronischen Musik. 40 Jahre hat Jean-Michel Jarre für diesen Abschluss gebraucht. Zug um Zug hatte Jean-Michel Jarre einige Stücke in sozialen Netzwerken im Vorfeld gepostet, aber jetzt höre ich mir das Gesamtwerk an. The Watcher begeisterte mich. Und dann tue ich mich schwer. Es blubbert und wummert zwar schön, doch wo ist die Eleganz der Space-Musik von damals? Der Rhythmus der Neuzeit macht vieles kaputt. Jean ist mit der Zeit gegangen und hat sich weiterentwickelt, aber diese Entwicklungen sind mir manches Mal zu nahe am Mainstream. Ich erinnere mich, wie Tangerine Dream einstmals Mainstream wurde und ich mich abgewendet hatte. Droht jetzt dieses Schicksal auch Jean-Michel Jarre? Seine Konzerte habe ich immer geliebt und immer besucht, wann auch immer es möglich war. Doch jetzt Equinox Infinity? Stück Nummer 3, Robots Don't Cry, mag ich einfach nicht. Mir fehlt einfach die Tiefe. Und ewig dieses Rhythmusgenerve. Auch bei All That You Leave Behind, dem vierten Stück. Mal was Positives zum Album? Es ist hervorragend produziert. Michel Jarre versteht sein Handwerk und das Genie kommt immer wieder durch. Es bricht durch diesen Rhythmusteppich, aber es beherrscht leider nicht mehr komplett die Szene. The Wind Could Speak ist großartig, aber leider mit 1 Minute 32 Sekunden das kürzeste Stück. Und denen das Geholze geht weiter mit Infinity. Schrecklicher Pop, aufgemotzt und es wird auf einer Melodie herumgetrampelt, nein. Und auch bei Don't Look Back sehe ich keine großen Ideen, so leid es mir wirklich tut. Mit The Opening, das ist der Track Nummer 8, und dem Titelstück Equinox Infinity Nummer 10 gelingt es Jean-Michel Jarre, sich noch einmal zur alten Größe aufzuschwingen. Immer wieder hört der Fan große Alben der Vergangenheit durchscheinen. Vielleicht als Verbeugung vor sich selbst hat sich Jean-Michel Jarre immer wieder selbst zitiert. Der Schluss versöhnt mich dann als langjähriger Fan. Ein würdiger Abschluss von Equinox ist Equinox Infinity nicht geworden. Es ist ein gutes Album, aber den Namen Equinox muss es nicht tragen. Da hätte ich mir mehr erwartet, so leid es mir tut. Macht's gut und danke.